Löschen, löschen und speichern hier nochmal ab, überschreiben. Damit man auch wieder laden kann. Tja, es ist ganz toll, dass man einen Spielstand laden kann. Hey, Hotgirl. Ich glaube nicht, dass wir den ausräumen können. Ja, wir haben versagt. Spiel laden. 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 Bitte macht das funktionieren. Bitte macht das funktionieren. Bitte macht das funktionieren. Und. Ja, es funktioniert. Oh Gott, bin ich froh, bin ich froh, bin ich froh. Hohoho. Man kann speichern und laden. Uhaha. Mit mehr braucht man mich. Ah. Mehr muss man nicht können, um mich zufriedenzustellen. Einfach nur speichern und laden. Ja. Ich sehe nochmal zum Fischhändler rein. Einfach nur, weil ich es kann. Einfach nur, weil ich es kann. Oh Gott, der ist wirklich nicht da, der Junge. Das. Ja, warum nur? Tja, dein Kind ist irgendwie verschwunden. Tut mir leid. Ich werde es nicht suchen. Mach dir keine Hoffnungen. Zur Winterzweig. Da gehe ich jetzt auch nicht nochmal rein. Das ist sicher nicht drinnen. Was fällt mir, dass er da drin ist? Okay, Pommes Warenhaus. Nö, er geht mal da rein. Los, los, los. Ein Pommes Warenhaus. Wir haben noch etwas zu verkaufen. Mr. Pommes. Beruhig dich. Ganz ruhig. Ich bin, ich möchte das kaufen. Ich bin gekommen, um die Ausrüstungsliste von Hotgar abzugeben. Also gut, gebt her. Jetzt macht euch auf den Weg. Die Expedition startet bald. Es wäre ein Jammer, wenn sie ohne euch losginge. Haha, danke. Du mich auch. Ein Augenblick, ich möchte etwas kaufen. Verkaufen. Oh, verkaufen, 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 verkaufen und oh, verkaufen. Wieder rausgeholt. Okay, wir hätten einfach alles auswählen. Das wäre sicherlich von Vorteil, wenn wir einfach alles auswählen und dann so verkaufen. Ja, so gefällt mir das. Wir gehen raus. Tschüss. Viel Spaß, Pommes. Und wir gehen jetzt noch ein paar Heiltränke kaufen. Ohaha, weil was jetzt kommt, ist der fast schon Hardcore-Modus, möchte ich sagen. Also, ich habe das ist praktisch dann blind. Also, ich habe es wirklich nicht weitergemacht. Ich habe dann noch die abgegeben und dann habe ich immer irgendwie aufgehört. Und es ist schon eigentlich so lange aus, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Also, wir gehen einfach mal jetzt noch und bereiten uns vor, wie Hotgirl gesagt hat. Und dann wird's wirklich blind. Toll. Da kann ich nur noch ahnen, was kommen wird. Und uns in die Fresse schlägt. Tja, wir möchten etwas kaufen. Können wir jetzt schon irgendwas anderes kaufen? Nö, die ist immer noch zu lame, um irgendwas zu kaufen. Haben sich gerade die Preise verändert? Preise haben sich um 100 verändert. What? Okay, nö, bei der verändern sich die Preise nicht. Aber ihm schon, toll. Das ist gut zu wissen, dass der uns einfach mal so 100 Gold unterschlägt. Und warum können wir das nicht kaufen? Leichte Wunden heilen. Nicht mal das können wir kaufen. Warum ist es denn das dann da, wenn man es nicht mal kaufen kann? Heilungselixier, was macht das? Ah, merke sie sehr wiegen 10 Trefferpunkte. Was macht das? 9 Trefferpunkte. Wirkung trifft augenblicklich ein, doch der Trank kann nur einmal verwendet werden. Ach nee. Das heißt, werden die Auswirkungen von Giften und Krankheiten geheilt. Okay, es sind vielleicht die Auswirkungen von Giften und Krankheiten. Na, aber war egal. Leichte Wunden heilen. Das kostet ja einiges. 5500 Gold tote erwecken. Wenn der Priester diesen Zauber verwendet, kann er das Leben eines seiner Begleiter wiedererwecken. Zu beachten ist, dass dieser Zauber keine Auswirkung auf Elfen hat und der zu erweckende Körper unversehrt sein muss. Hat ein Gruppenmitglied eine Explosion tot erlitten, so. Okay, aber wir nehmen uns trotzdem einen Tod erwecken mit. Was macht das? Egal, was das macht, wir nehmen uns einfach nicht. Lähmung aufheben, bla bla bla, mittlere Wunden heilen. Nö, leichte Wunden. Mit leichten Wunden geben wir jetzt zufrieden, das heilt. Wie viel heilt das? 8 Schadenspunkte. Wow, das ist doch eigentlich schon einiges. Wir kaufen das einfach mal. Kostet denn das 600 Gold? Leichte Wunden heilen, kaufen. Wir nehmen uns einfach mal ganz viel von dem Zeug mit. Und dann noch ein paar Heiltränke. Man kann sie einfach brauchen. Ich meine, wir brauchen den anderen Rotz sowieso nicht. Fertig. Und du gibst mal jeden schön brav einen kleinen Heiltrank. Also, fertig. Okay, er bekommt 2. Obwohl, weiß nicht, ob der 2 wert. Na, das ist doch, das ist der Dieb, der nichts wert ist. Okay. Dann nehmen wir nochmal 2 ab.
geben sie ihr. Und er bekommt auch noch einen. So. So, so, so. Jetzt bekommt die das. Und darf das auch klein da reinlegen. Was ist das? Das ist doch noch irgendwas. Oh, kann nicht verwendet werden. Kann ebenfalls nicht verwendet werden. Können wir über die noch was verkaufen? Ah, Gott, ja, sei leise. Was wollt ihr? Ich will das verkaufen. Schutz vor Versteinerung und Alf. Alp. Verkaufen. Tja, danke. Sonst ist nichts. Naja, wir könnten uns noch einen Heiltrank kaufen. Oder noch einen leichten Wunden heilen. Okay, irgendwie sind wir rausgegangen. Und haben nichts mehr gekauft. Ich will trotzdem noch einmal leichte Wunden heilen. Hey, du da. Ja, wir wollen noch etwas kaufen. Wir wollen noch einmal leichte Wunden heilen. Ich hätte gern so etwas, dass sie das gleich kann. Das kostet auch nur 5 Gold. Ich meine, hallo. Kaufen wir einfach mal 5000 Segen. Weiß nicht, ob man das... Oh, die hat 17 HP bekommen. Achso, das muss man dann praktisch so kaufen, oder was? Hat denn jeder einen Segen? Also, er gibt uns dann einen Segen. Jetzt verstehe ich das Ganze. Jetzt verstehe ich das Ganze. Jetzt weiß ich, warum wir das nicht kaufen können. Weil wir nicht vergiftet oder sowas in Magie bannen. Ich habe keine Ahnung. Doch, ich kenne mich nicht aus. Nö, keine Ahnung. Okay, jetzt haben wir dann noch... Ah toll, jetzt haben wir wieder zu wenig Gold. Können wir noch irgendetwas verkaufen? Ja, das können wir noch verkaufen. Da kaufen wir uns noch einmal kleine Heilung. Echte Wunden heilen. Ah. Kaufen. Fertig. So. Legen wir noch einmal leichte Wunden heilen drauf. Dann haben sie 5-mal und einmal Tote erwecken. Das ist doch sehr schön. Sieht das schon aus. Ja, die haben jetzt alle einen Segen. Ich habe einfach mal so 10.000 Mal den Segen irgendwie verballert. Jetzt verlieren sie alle den Segen. Okay. Das war mehr als useless. Das hat ungefähr nur 3 Sekunden irgendwas gebracht. Egal. Wir haben die Sachen abgegeben. Wir gehen jetzt zu Hotgard. Und dann sehen wir weiter. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch mit dem Typen aushalte. Ich meine, am Anfang war es ja ganz lustig, dieses ganze Hülge, Hülge. Aber nö, nö, du bist raus. Alle beiseite treten. Ich schätze, ich muss eine Weile die... Oh ja! Okay, Hotgar. Da seid ihr ja. Es ist alles bereit. Die anderen versammeln sich in dieser Minute. Seid ihr auch zum Aufbruch bereit? Ja, wir sind bereit. Lasst uns aufbrechen. Und so kam es, dass diese zusammengewürfelte Söldnerschar, begleitet von einer Gruppe von Fremden, Osthafen verließ, um dem Dorf Kuldahar zu Hilfe zu eilen. Weiter zogen sie über die windige Tundra des Tals, über die Bergausläufer des Grats der Welt und hinauf zu den steilen und gefährlichen Pfaden des Kuldahar-Passes. Begierig, das Böse, das den Pass bedrohte, ausfindig zu machen, hatten sie nicht damit gerechnet, dass es sie zuerst finden würde. Oberhalb des Passes lauerte in den Felsen eine Horde von Frostriesen in einem Hinterhalt. Mit mächtigen Fels- und Schneebrocken gelang es den Riesen, eine Schneelawine zu entfesseln, die die Bergwand herunterdonnerte und auf die ahnungslose Expedition einstürzte. Diejenigen, die das Glück hatten, die Lawine zu überleben, versuchten sich aus dem Berg von Schnee und Leichen zu befreien, der jetzt den Rückweg nach Osthafen versperrte. Zerschunden und entmutigt durch den Verlust ihrer Kameraden, hatten sie keine andere Wahl, als allein die Reise nach Kuldahar fortzusetzen. Da haben sie uns ganz schön erwischt. Was brauchst du, Kumpel? Einsiedler, gnädiger Gott, gnädige Götter, ihr könnt von Glück sagen, dass ihr noch am Leben seid. Ist alles in Ordnung mit euch? Irgendwas gebrochen? Wir scheinen noch ganz zu sein. Wer seid ihr? Nein, mit uns ist nicht alles in Ordnung. Der halbe verdammte Berg ist gerade auf unsere Expedition gestürzt. Und uns geht es gut. Wir sollten weiterziehen. Lebt wohl. Ich bin ein alter Mann, der die Einsamkeit dieses Berges dem geschäftigen Dorfleben vorzieht. Ich sage euch, ich lebe seit Jahren in diesem Pass und ich habe noch nie etwas gesehen, das wie das, was eben geschehen ist. Habt ihr die Lawine gesehen? Ja, ich habe alles gesehen.
Ich schlief gerade in meiner Höhle da drüben, als ich spürte, wie der Boden zu zittern anfing und ich ein lautes Grollen hörte. Ich bin gerade noch rechtzeitig herausgelaufen, um zu sehen können, wie die Lawine herunterkam. Es war gut, dass ihr weitergelaufen seid, anstatt wie die anderen zurück in den Pass, arme Tropfe. Eins ist sicher, ich grabe ihre Leichen nicht aus. Auf ein anständiges Begräbnis werden sie warten müssen, bis der Schnee weggetaut ist. Euer Sorgen um unseren gefallenen Kameraden rührt uns. Kennt ihr zufällig den Weg nach Guldor? Guldor? Warum solltet ihr in diesem armseligen kleinen Kaff, da gibt's nichts außer einen großen Baum, ein paar Hütten, einen Schneefleck, wenn ihr mich fragt. Haha, du bist ein Einsiedler und sagst, da gibt's eh nichts Tolles. Es wurde berichtet, dass Guldor mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen hat. Wir sind gekommen, um zu helfen. Ja. Ein sinnloser Unterfangen. Ihr macht euch besser Sorgen um euch selbst und lasst diese Dörfler ihre Probleme alleine lösen. Wir wissen euren Rat zu schätzen. Nun, kennt ihr den Weg oder nicht? Ich denke, es schadet nichts, wenn ihr euch die Richtung weise. Folgt diesem Pfad nach Osten durch das Tal. Guldor liegt gleich hinter der alten Mühle. Aber ihr tätet gut daran, wachsam zu sein. Zwischen hier und dem Dorf gibt es überall Goblins, dreckige kleine Mistviecher. Seit die Dörfler ihre Höfe verlassen haben, rennen sie im ganzen Tal herum, als ob es ihnen gehören würde. Danke für eure Hilfe. Lebt wohl. Tja, und mit diesen epischen Szenerie werden wir auch wieder mal diese Aufnahmesession beenden, indem wir speichern. Muha, wir können speichern. Wir sind toll. Und danke, auf Wiedersehen. Tschüss.